Moin Leute und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Wirtschaftstalk. Wir sprechen heute darüber, wie die Bundesregierung die Lage in unserem Land verbessern möchte. Wir sprechen über die Kindergrundsicherung, über das Wachstumschancengesetz. Ganz toller Name, aber was steckt eigentlich dahinter? Bevor wir damit loslegen können, müssen wir erstmal über die konjunkturelle Lage sprechen. Wie sieht's eigentlich aus in Deutschland? Ja, es sieht nicht gut aus. Die Konjunktur befand sich im letzten Quartal 2022 und im ersten 2023 in einer Rezession. Im letzten Quartal stagnierte sie. Das dürfte auch erstmal so weitergehen, vor allem weil der Bausektor in Deutschland sehr stark schwächelt. Die Zahl der Baugenehmigungen ging im ersten Halbjahr 2023 um 27,1% zurück. Der reale Umsatz im Baugewerbe sank von Januar bis Mai 2023 um 7,3%. Und der Auftragseingang lag im Mai 2023, die neuesten verfügbaren Zahlen vom Statistischen Bundesamt, der ging um real 5,7% zurück. Also überall sehen wir Rückgänge auf breiter Front. Und heute Morgen habe ich eine neue Zahl vom IFO-Institut. Im Juli klagten 40% der Unternehmen über Auftragsmangel. 40% der Unternehmen im Bausektor. Also der Abwärtstrend im Bausektor, der ist ungebrochen, der beschleunigt sich immer weiter und auch die Zahl der Baugenehmigungen, alles geht immer weiter zurück. Es gibt wirklich kein positives Zeichen, was man hier vermelden konnte. Und da die EZB im Juli jüngst die Zinsen angehoben hat, dürfte sich daran erstmal nichts ändern. Also wir befinden uns in der Rezession, vor allem der Bausektor dürfte da weiter die konjunkturelle Entwicklung belasten. Nun ja, kommen wir zur Kindergrundsicherung. Unsere Familienministerin hat nämlich eine tolle Idee, wie man der Konjunktur jetzt auf die Sprünge helfen könnte. Beziehungsweise so begründet sie das gar nicht. Sie sagt nämlich, dass wir was gegen Kinderarmut tun wollten. Aber das wäre vielleicht Thema für ein anderes Video, wie man die Kinderarmut in Deutschland bekämpfen könnte. Wir kümmern uns jetzt erstmal, welche Auswirkungen hätte so eine Kindergrundsicherung denn auf die Konjunktur? Also zunächst einmal klingt das Ganze ja quantitativ jetzt nicht so relevant. 3,5 Milliarden sind da im Gespräch, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und das ist erstmal für so eine Konjunktur sehr, sehr wenig. Also quantitativ können wir das Ganze erstmal als für die Konjunktur relativ unwichtig verbuchen. Aber qualitativ ist es schon mal eine sehr gute Idee, weil um die Konjunktur anzuheizen, brauchen wir mehr Nachfrage und das erreichen wir natürlich, wenn wir den Leuten Geld geben für Konsum. Und man kann ja schon mal davon ausgehen, auch wenn noch nichts wirklich klar ist, dass dieses Geld dann für konsumtive Zwecke ausgegeben wird, dass da Bücher von gekauft werden, Essen von gekauft wird, was weiß ich. Und damit hat das schon mal eine sehr gute Komponente. In der Volkswirtschaft überlegt man sich immer, wie ist der Multiplikator von Staatsausgaben, gerade bei so einem Konjunkturpaket. Und auch wenn ich den natürlich jetzt nicht genau weiß, kann man sagen, dass man bei so konsumtiven Ausgaben vielleicht von einem Multiplikator von 3 ausgeht. Bedeutet, wir als Staat geben 1 Euro in die Wirtschaft und der führt zu Ausgaben von 3 Euro in der Wirtschaft. Und wenn wir es halt schlecht machen und keine Ahnung, irgendjemandem Geld geben, der schon genügend Geld hat, dann ist der Multiplikator halt deutlich kleiner. Bedeutet, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache qualitativ gesehen, dort also Geld für die Kinder bereitzustellen. Ja, vor allem, da es sich hier um arme Kinder handelt, wir das ja also nicht eher reicheren, sondern vor allem ärmeren Haushalten zugutekommen lassen würden. Unsere Familienministerin sagt zur Höhe nämlich etwas sehr Interessantes. Zeit Online hat ja berichtet, dass die Höhe insgesamt bei ungefähr 3,5 Milliarden Euro liegen würde. Lisa Paus sagt jetzt allerdings zur Höhe der Kindergrundsicherung, das werden wir als letztes festlegen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Inflation so hoch bleibt wie jetzt. Dennoch ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, absolute Zahlen zu diskutieren. Und das ist sehr interessant. Die EZB sagt uns ja, die Inflation ist dauerhaft, wir müssen die Zinsen anheben. Unser Finanzminister, ja, bei hoher Inflation, da müssen wir auf jeden Fall sparen, um die Inflation nicht anzuheizen. Ja, und was sagt unsere Familienministerin? Die Inflation wird auf jeden Fall zurückgehen. Also sprechen die in der Regierung, in der Zentralbank eigentlich mal miteinander? Kann man sich wirklich nur fragen, was ist da los? Naja, Ja, der kommen vielleicht wir. eine Sache noch dazu. Der Witz ist ja, wir haben zwei verschiedene Lager schon allein in der Zentralbank, weil die ja auch die
die Erzeugerpreisinflation sozusagen als Vorläufer bezeichnet haben, noch Anfang des Jahres. Und diese Position ist offensichtlich sogar irgendwo in der Zentralbank. Da sind kompetente Leute. Wir wissen nicht genau, wer es ist, aber irgendjemand ist da kompetent. Und scheinbar gibt es auch kompetente Berater in der Bundesregierung, die sich aber nicht überall durchsetzen. Und deswegen gibt es also ganz, ganz unterschiedliche Positionen, sowohl in der Zentralbank als auch in der Bundesregierung. Und gerade bei der Zentralbank überrascht mich das sehr, weil sie doch eigentlich ja zumindest einheitlich kommunizieren normalerweise. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Also diese extrem unterschiedlichen Positionen in der Beratung offensichtlich. Ja, aber die FDP hat einen viel besseren Vorschlag, wie man unserer Konjunktur jetzt auf die Sprünge helfen kann, nämlich durch das Wachstumschancengesetz. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das Wachstumschancengesetz, das Beste daran ist eigentlich der Name, weil wir sprechen jetzt erstmal wieder darüber, wie ist denn die quantitative Auswirkung auf die Wirtschaft. Und wir sprechen da über ungefähr 6,6 Milliarden, aber auch jetzt noch nicht sofort. Ja? Also irgendwann 2025 ist dann diese Höhe, 2026. Also 26 ist dann die Höhe. 2024 wird es bei 1,6 Milliarden liegen, 2025 schon bei 5 Milliarden und 2026 dann über 6 Milliarden allmählich. Und es geht halt da um Steuerentlastung. Ja, das ist allgemein meistens schon mal die falsche Seite, weil also dieser Multiplikator, das Geld, was quasi dann in der Wirtschaft bleibt, sehr schlecht ausfällt. Es geht um Entlastung von Unternehmen, bessere Bedingungen bei den Abschreibungen, dass die weniger Steuern bezahlen müssen. Und dann hofft man, dass die dieses Geld also investieren. Bei einer schlechten konjunkturellen Lage hofft man also, dass irgendwie dann da mehr Geld investiert wird. Also sowohl quantitativ. Ja, wir haben ein Steueraufkommen in Deutschland von ungefähr 900 Milliarden und wir sprechen hier von nächstes Jahr 2 Milliarden. Ja, da kann man sich schon mal irgendwie vorstellen, das hat keine Bedeutung für die Wirtschaft. Derjenige, der sich das ausgedacht hat, kann eigentlich sofort in Rente gehen nach Mallorca. Keine Ahnung. Und das Zweite ist halt, qualitativ ist es halt die falsche Seite. Geht doch bitte über die Ausgaben, macht ein Konjunkturpaket, kurbelt die Nachfrage an und geht nicht über die Einnahmen. Und wenn über die Einnahmen geht, dann vielleicht über die Mehrwertsteuer oder so irgendetwas Sinnvolles und nicht irgendwie Das da. hat die Bundesregierung gemacht. Ab 2024 soll in der Gastronomie wieder die volle Mehrwertsteuer von 19% erhoben werden. Das heißt, hier haben wir es mit einer Steuererhöhung zu tun. Ja, das ist leider die falsche Richtung. Also, das wäre die einzige Steuer, an die man jetzt gehen könnte, wenn man über die Einnahmeseite gehen möchte, die irgendwie eine gute Konjunkturkomponente ist. Aber jetzt irgendwie den Unternehmen ein bisschen Geld hinterherwerfen, das sie wahrscheinlich eh nicht investieren, ist halt wirklich sehr, sehr schlecht. Auch qualitativ. Vor allem die Unternehmen sind auch in Deutschland wie in den meisten anderen Industrieländern mittlerweile Nettosparer und sie steigern ihren Cashbestand, haben ihren Cashbestand in den letzten 20 Jahren fast durchgehend gesteigert. Also die Liquiditätssituation vor allem großer Unternehmen ist sehr gut, die muss man jetzt nicht zusätzlich verbessern. Bei kleinen Unternehmen kann das wegen der Corona-Krise jetzt anders aussehen, aber auch da wäre es jetzt falsch, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie, die ja besonders hart von Corona getroffen war, zu erhöhen. Ja, also es wird also darauf hinauslaufen, es wird den Unternehmen ein bisschen Geld hinterhergeworfen, die werden es wahrscheinlich nicht investieren, wir kommen auf einen Multiplikator von unter 1, ja, also es wird von diesen 6 Milliarden wird weniger als 6 Milliarden investiert werden und das ist also eine katastrophale Idee. Also viel mehr fällt einem dazu nicht ein. Wie gesagt, es ist oder so unerheblich, weil es im Vergleich zu dem gesamten Steueraufkommen von 900 Milliarden unbedeutend ist. Und gleichzeitig wirft man nur ein Unternehmen ein bisschen Geld hinterher. Ja, aber es gibt auch Politiker, die fordern, dass jetzt endlich vernünftig Geld ausgegeben wird, um diesen konjunkturellen Abwärtstrend in Deutschland zu stoppen. Ricarda Lang hat nämlich gefordert, dass wir jetzt neue Schattenhaushalte auflegen sollten. Also, dass wir neue Sonderfonds wie das Sondervermögen für die Bundeswehr oder wie den Transformationsfonds für Klima und sonst was, den wir auch noch haben, wo auch 60 Milliarden geparkt wurden, die man jetzt an der Schuldenbremse vorbei ausgeben kann, dass da neue Schattenhaushalte aufgelegt werden. Was ist denn davon zu halten? Also grundsätzlich, wenn sie unbedingt das Ganze kompliziert machen wollen und alles umgehen wollen und nicht einfach die Schuldenbremse streichen, dann können sie das von mir aus so machen. Wir brauchen einfach jetzt mehr Staatsausgaben, wir brauchen eine höhere Nachfrage, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, mir ist eigentlich egal, wie sie es machen. Es ist natürlich unschön, man könnte einfach, wie gesagt, die Schuldenbremse auch streichen, aber das ist schon mal der richtige Weg.
Die Linke, Janine Wissler, fordert auch mehr Staatsausgaben, spricht da von 50 Milliarden und lässt offen, dass es auch nach oben gehen kann, spricht von Investitionen in den Schulen, in die Straßen. Das sind genau die richtigen Ideen. Natürlich muss das Paket dann auch noch gut ausgestaltet werden, aber es gibt auf jeden Fall ja, expansive Positionen in der Bundesregierung, die man dann vielleicht auch unterstützen kann. Ja, aber diese sehr vorsichtigen Äußerungen von Ricarda Lang blieben natürlich nicht unbeantwortet. Die FDP hat sich dazu sofort geäußert. So schreibt Markus Herbrand, der finanzpolitische Sprecher und Obmann im Finanzausschuss, also ein FDP-Bundestagsabgeordneter, warum vergeht eigentlich kein Sonntag, an dem nicht irgendwer der Grünen die Umgehung von Grundgesetz und Koalitionsvertrag fordert? Ja. Das Grundgesetz wird umgangen, so wie mit den anderen Sondervermögen, die wir jetzt auch schon beschlossen haben. Wenn man halt so eine dämliche Regel wie die Schuldenbremse in die Verfassung schreibt, es der Regierung verbietet, vernünftige Konjunkturpolitik zu machen, dann muss man diese Regel aussetzen oder umgehen, wenn man vernünftige Politik machen will. Und das macht die Bundesregierung ja auch. Aber halt nicht in ausreichendem Umfang, wie wir in der jetzt immer noch stattfindenden Rezession sehen. Und es gibt noch mehr lustige Zitate. Ein anderer Bundestagsabgeordneter der FDP, Christoph Meyer: Es wird mit der FDP keinen direkten oder indirekten Bruch der Schuldenbremse geben. Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabeproblem. Die Schuldenbremse zügelt richtigerweise den Ausgabenhunger und zwingt zur Priorisierung. Das ist schlichtweg falsch. Die Schuldenbremse wird die ganze Zeit umgangen, wie wir gerade anhand des Sondervermögens für die Bundeswehr gesehen haben. Und Da waren juristisch korrekt, es wurde ja sogar entschieden, dass es Ja, juristisch ja. korrekt ist. Also. Ja, aber sie wird halt umgangen. Es ist halt eine dumme Regel, die es der Bundesregierung verbietet, adäquat zu reagieren, wenn Unternehmen und Privathaushalte halt nicht genug Geld ausgeben. Ja, klar. Und vor allen Dingen, die Gelben wollen unbedingt die Schuldenbremse einhalten. Wenn man sich das einfach mal überlegt, wenn der Staat jetzt nicht mehr Geld ausgeben würde, würden wir so oder so in die tiefere Rezession rutschen und dann automatische Stabilisatoren, vielleicht schon mal gehört, dann gehen die Staatseinnahmen eh zurück, weil weniger ausgegeben wird und die Sozialhilfeempfänger bekommen werden mehr. Das heißt, die Staatsausgaben gehen automatisch hoch. Also es ist einfach unmöglich, diese Schuldenbremse einzuhalten. Das ist einfach verrückt. Ja, man kann halt auf noch höhere Leistungsbilanzüberschüsse setzen. Ja, das ist ja die einzige Lösung. Und dann die anderen Länder noch mehr kaputt machen und sich dann über die aufregen, dass die Schulden machen. Aber wie gesagt, also es ist grundsätzlich nicht möglich, jetzt sagen wir mal für den gesamten Euroraum in irgendeiner Art und Weise eine Schuldenbremse einzuhalten. Und deswegen ist es einfach nur ziemlich naiv, so etwas zu sagen. Also es ist eine wirklich lächerliche Operette, die die FDP mit ihrem Wachstumschancengesetz hier aufführt. Ein Gesetz, das keinen bis nur einen sehr geringen Einfluss auf das Wachstum in Deutschland haben wird, zu einem Wachstumschancengesetz hochzujubeln, während unsere Wirtschaft sehenden Auges in die Rezession rauscht, ist wirklich einfach nur noch albern. Und wenn ein Koalitionspartner dann vernünftige Vorschläge macht, um diese Rezession zu beenden oder zumindest abzumildern, dann ja. Beruft man sich auf die Verfassung, die man in einer außerordentlichen Notsituation, die eine Rezession ja darstellt, ohnehin aussetzen kann. Also nicht die Verfassung, sondern die Schuldenbremse ohnehin aussetzen kann. Naja, Lisa Paus hat diesbezüglich jetzt etwas sehr Interessantes gemacht. Sie hat dieses lächerliche Wachstumschancengesetz der FDP einfach blockiert, um genug Mittel für die Kindergrundsicherung freizukriegen. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel es insgesamt sein wird. Zeit Online berichtet von 3,5 Milliarden, aber das sollte ja angesichts dessen, dass der Bund hier jetzt für das Wachstumschancengesetz Mittel hat, ja eigentlich da sein. Doch Christian Lindner, der war da anderer Meinung, der blockiert seinerseits die Kindergrundsicherung. Er schreibt: Die logische Voraussetzung einer neuen Leistung, wie etwa der Kindergrundsicherung, ist, dass wir überhaupt eine prosperierende Wirtschaft haben. Die Sozialausgaben dürfen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht immer weiter enteilen. Ja. Also eine prosperierende Wirtschaft erreichen wir garantiert nicht durch Austeritätspolitik. Und wenn wir jetzt Austeritätspolitik machen, wie gesagt, wir haben es ja genügend Daten, es wurde ja leider schon oft genug gemacht, wir brauchen jetzt nicht noch ein historisches Beispiel, dann steigen die Sozialausgaben ohnehin, ne? Weil die Leute werden arbeitslos, die Sozialausgaben steigen ohnehin. Also das, was er sagt, ist objektiv nur möglich, wenn er jetzt mehr Geld ausgibt. Er ist selber ja der Finanzminister. Er muss jetzt selber mehr Geld ausgeben, damit er das ansatzweise nur halten kann, was er da sagt. Ansonsten werden die Sozialausgaben steigen, mehr Arbeitslose. Und gleichzeitig eine stagnierende Wirtschaft, ne? Also komplett dumm.
Der FDP-Generalsekretär sagt, Lisa Paus scheint den Kern jeder Sozialstaatlichkeit nicht verstanden zu haben. Erst muss erwirtschaftet werden, was verteilt werden kann. Ist ja auch objektiv falsch. Wer hat denn die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr erwirtschaftet? Niemand. Sie wurden trotzdem verteilt. Es ist eher andersrum. Man muss erstmal die Nachfrage schaffen, damit Unternehmen überhaupt den Anreiz haben, irgendetwas zu erwirtschaften. Wenn die Nachfrage sinkt, dann wird weniger erwirtschaftet und dann kann man eben auch noch weniger verteilen. Das ist eigentlich komplett logisch. Und in einer Rezession zu sparen, ist da nicht die beste Idee. Genau, das wird die Rezession noch verstärken und das ist also jetzt die große Sorge, die man jetzt hat, ne? Also dass man jetzt selber mit eines quasi großen Experiments einer weiteren Austeritätspolitik wird. Das ist aktuell meine größte Sorge, kann ich nur hier nochmal mitteilen. Ja. Es ist, wie gesagt, einfach nur albern, was die FDP da aufführt. Und wir können nur hoffen, dass sie schnellstmöglich zur Vernunft kommt, bevor die Arbeitslosigkeit noch weiter steigt und wir eine wirklich tiefe Rezession sehen. Ja, also die Arbeitslosigkeit vielleicht auch nochmal dazu. Bislang hat sich da sehr wenig getan. Das liegt unter anderem auch am Fachkräftemangel. Unternehmen versuchen händeringend die Leute irgendwie zu halten, weil es halt sehr schwierig ist, quasi diese Position dann irgendwann wieder zu besetzen. Ja, so einfach ist das nicht. Die Zahl der Arbeitslosen liegt rund 400.000 über dem Stand von vor Corona. Also, und wir sehen auch, dass die Zahl der offenen Stellen jetzt schon seit über einem Jahr immer weiter zurückgeht. Also wir sehen eher keinen Fachkräftemangel. Ja gut, das war jetzt ist jetzt meine Position. Das stand auch so im Wirtschaftsdienst, aber jedenfalls ist noch verhältnismäßig für die aktuelle Lage wenig bei der Arbeitslosigkeit passiert. Und meine Prognose wäre jetzt, dass das Ganze, wenn das jetzt so weitergeht, also dann deutlich schneller schlechter wird. Und ja, deswegen muss halt jetzt schnell was getan werden, weil sonst wird die Arbeitslosigkeit bröckeln. Jo, in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns und sehen uns dann nächste Woche wieder. Genau. Ciao. Tschüss. Sure.